Queercamp 2013 findet seit bereits ungefähr einer Woche statt. Und da treffen sich Leute, die sagen, Krieg und Militarisierung, das ist was, dem wir ganz gezielt was entgegensetzen können. Krieg und Militarisierung, das werden wir in unserem Namen so nicht hinnehmen. Und Krieg beginnt hier und kann hier aufgehalten werden. Unser Camp, Boys Don't Cheer Camp, ist ein antimilitaristisches Diskussions- und Aktionscamp, an dem an 4 Diskussionstagen verschiedene Aspekte von Krieg und Militarisierung diskutiert haben. Und das mehr oder weniger der krönende Abschluss der heutige Aktionstag eben ist, an dem wir unsere Theorie auch praktisch werden lassen wollen. Nämlich genau da, wo Krieg beginnt, oder einem der Orte, wo Krieg beginnt, auf dem Kriegsübungszentrum in der Altmark. Lieder. Der Ort ist nicht ganz zufällig gewählt, der Ort für unser War Starts Here Camp. Wir sind hier in Letzlingen in der Nähe von Magdeburg. Da drüben ist das Gütz, das sieht man von hier nicht, sieht wunderschön aus. Tatsächlich wird da an 250 Tagen im Jahr Krieg geübt. Krieg üben hier am Gütz, dem modernsten Truppenübungsplatz Deutschlands für das Heer. Krieg üben bedeutet hier, dass diejenigen deutschen Soldaten des Heeres, die 2 Wochen später in den Auslandseinsatz gehen, hier mit ihrem Kriegsgerät aufschlagen. Das Kriegsgerät wird mit einem Lasersimulationssystem ausgestattet, das von Rheinmetall gestiftet und betrieben wird, um dann in realen Szenarien den Krieg schon mal zu üben, nachzuspielen, den sie 2 Wochen später in ihren Kriegseinsätzen im Ausland dann an echten Menschen austoben werden, mit echten Waffen und mit echter Munition. Ich bin jetzt von der Reclaim Power Tour bzw. Energiekämpfe in Bewegung hier auf dem War Starts Here Camp. Wo seht ihr Verbindungen, Zusammenhänge in den Themen? Verbindungen sind da ganz klar schon gegeben, allein wenn man sich die Strategien der Gegenseite, das heißt NATO-Strategien, anguckt, wo Klima oder Klimakatastrophen auch als ganz klarer Kriegsgrund benannt werden, weshalb es dann eben die Verbindung Klima, Klimapolitik und Krieg ganz klar gibt und weshalb wir uns auch eigentlich riesig gefreut haben, dass ihr hier seid. Ich bin Pablo Arduan. Ja, ich würde gerne ergänzen, dass ich es super fände, wenn die Leute, und ich würde einfach mal unterstellen, dass sich Leute, die sich schon länger mit dem Thema Klima beschäftigen, sicherlich auch einiges zu sagen hätten zum ökologischen Fußabdruck von Krieg. Ne? Also angefangen bei Truppentransporten bis hin zu der Zerstörung ganzer Landstriche, kommt da sicherlich einiges zusammen. Das ist das eine. Und das andere ist die Ressource Wasser, ne? Also die ganz klar auch im Fokus der reicheren Länder steht und wo es zum einen darum geht, Flüchtlingsströme sozusagen, die sich gen Norden aufmachen, aufzuhalten und auch die Ressource Wasser sowie andere Ressourcen zu sichern. Weil das hat was mit Klima zu tun und da gibt es Links und deswegen ist es toll, dass wir langsam miteinander ins Gespräch kommen. Was würdest du als die inhaltlichen Highlights der letzten Tage sehen? Die Auseinandersetzung damit, was ist Krieg eigentlich? Ist das wirklich was, was wir uns vorstellen müssen wie den Zweiten Weltkrieg oder was mit uns nichts zu tun hat und weit weg stattfindet? Oder ist Krieg nicht vielmehr was, was sich inzwischen so verändert hat und auch mit so vielen sozialen Techniken operiert, dass es anfängt, uns zu verändern? Wir ertragen Krieg, wir ertragen, dass in unserem Namen zum Beispiel in Kunduz 142 Tote produziert werden und es funktioniert. Möglicherweise ist auch das da oben Teil von Krieg, da wo alles nicht mehr auseinanderzuhalten ist und wo sozusagen potenziell jede Opposition zum Feind erklärt wird, egal ob in Afghanistan oder an anderen Orten.